Unter der Haube kommt erstmals der eigens für den Fendt 700 Vario Gen 7 entwickelte Motor Core 75 aus dem Hause Eco Power zum Einsatz. Eine völlig neue Motorengeneration. 7,5 Liter Hubraum, 6 Zylinder, 4 Ventiltechnik, elektronisch gesteuerter Wastegate Turbolader und Hydrostößel für eine automatische Ventilspieleinstellung und somit geringe Wartungskosten zeichnen den Core 75 aus. Zudem wurde er maßgeschneidert in das Halbrahmenkonzept des Fendt 700 Vario Gen 7 integriert und ermöglicht dadurch einen verbesserten Wenderadius und erhöhte Bodenfreiheit des Traktors. Der robuste und einfache Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten. Der Core 75 erfüllt die Abgasnorm der Stufe 5 bzw. Tier 4 Final. Die Abgasnachbehandlung erfolgt über Dieseloxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, SCR mit AdBlue. Eine externe Abgasrückführung ist nicht mehr nötig. Dies vereinfacht den Motorenaufbau, wodurch die Wartung erleichtert wird. Erstmalig kommt das von den Großtraktoren bewährte Fendt ID Niedrigdrehzahlkonzept auch in diesem Leistungsbereich zum Einsatz. Der Vorteil? Der Motor erreicht das höchste Drehmoment bereits bei niedrigen 1300 Umdrehungen pro Minute. Sämtliche Fahrzeugkomponenten wie Motor, Getriebe, Lüfter, Hydraulik und sämtliche Nebenverbraucher sind auf ideale Drehzahlen abgestimmt. Somit konnte die Nenndrehzahl auf nur 1700 Umdrehungen pro Minute abgesenkt werden. Dementsprechend niedrig ist der Kraftstoffverbrauch. Die maximale Leistung wird bei etwa 1600 Umdrehungen pro Minute erreicht. Fällt die Motordrehzahl aufgrund von Belastung ab, kommt man automatisch in den Bereich des maximalen Drehmoments. Das heißt, bei abnehmender Drehzahl kann hier die abnehmende Leistung durch das zunehmende Drehmoment ausgeglichen werden. Somit zeichnet sich eine sehr elastische Motorcharakteristik ab. Auch bei Zapfwellenarbeiten ist der Fendt 700 Vario Gen 7 maximal effizient und kraftstoffsparend. Im Heck steht serienmäßig eine Vierfach-Zapfwelle zur Verfügung. 540, 540E, 1000 und 1000E. 1000 Zapfwellenumdrehungen werden mit der Sparzapfwelle bereits bei 1308 Umdrehungen pro Minute erreicht. Die Leistungszapfwelle benötigt etwa 1650 Umdrehungen pro Minute. Das Topmodell 728 Vario verfügt über das intelligente Mehrleistungskonzept Fendt Dynamic Performance. Über eine bedarfsabhängige Steuerung gibt Dynamic Performance bis zu 20 PS Mehrleistung frei, wenn diese benötigt wird. Und das unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Üblicherweise wird die Motorleistung von Traktoren auf zahlreiche Leistungsabnehmer verteilt, wie Zapfwelle, Hydraulik, Motorlüfter und Klimaanlage. Das System erkennt, wenn bestimmte Komponenten mehr Leistung benötigen und stellt dann intelligent gesteuert mehr Leistung zur Verfügung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Boost-Konzepten greift Dynamic Performance auch bei Zapfwellenarbeiten im Stand oder bei der Bodenbearbeitung bei niedrigen Geschwindigkeiten. Mit dem Fendt Vario Drive Antrieb hält eine weitere Technologie aus den Großtraktoren 900 und 1000 Vario Einzug in die 700er Baureihe. Vario Drive steht für stufenloses dynamisches Fahren bei jeder Geschwindigkeit von 0,02 bis 60 Stundenkilometer. Dabei werden Vorder- und Hinterachse separat angetrieben. Dank einer intelligent geregelten Allradkupplung ist eine manuelle Allradzuschaltung nicht mehr nötig. Für zusätzlichen Komfort sorgt auch der Entfall der Fahrbereichsschaltung 1-2. Durch den Pull-in-Turn-Effekt des Vario Drive Antriebs kann der kleinstmögliche Wendekreis realisiert werden. Vario Drive überträgt das hohe Drehmoment auf die Reifen, die Grip haben. Tritt an der Vorderachse Schlupf auf, schließt automatisch die intelligent geregelte Allradkupplung und die gesamte Kraft wird auf die Hinterachse übertragen. Umgekehrt funktioniert das Ganze natürlich genauso. Der Fahrer merkt davon nichts, außer permanente Zugkraft in jeder Situation.
Auch bei der Kühlung greifen wir auf Erfahrungen und Elemente aus dem Großtraktor 1000 Vario zurück. So ist anstelle eines Standardlüfters ein drückender Lüfter mit unabhängigem hydraulischem Antrieb verbaut. Der Lüfter sitzt hier vor dem Kühlpaket und saugt kalte Luft an. Über die konzentrisch geformte Hutze wird die Luft stark beschleunigt und durch die Kühler gedrückt. Der hydraulische Antrieb sorgt für eine ideale Kühlleistung unabhängig von der Motordrehzahl und bedarfsgerecht für jede Komponente. Dabei kann jeder Kühler den Lüfter separat ansteuern. Das Kühlsystem ist auf hohe Außentemperaturen von 45 Grad Celsius ausgelegt. Durch seine extrem schmale Konstruktion ermöglicht der Lüfter einen großen Lenkeinschlag und ist damit ausschlaggebend für die überragende Wendigkeit des Fendt 700 Vario Gen 7. Mit bis zu 40% weniger Antriebsleistung im Vergleich zu einem Standardlüfter ist er zudem extrem effizient. Das spart Kraftstoff und es steht mehr Leistung zur Verfügung. Optional erhältlich ist die Umkehrlüfterfunktion, mit der sich der Kühlergrill selbstständig reinigt. Der Umkehrlüfter kann sowohl manuell gesteuert werden als auch automatisch, also intervallgesteuert. Darüber hinaus kann er auch ins Vorgewendemanagement eingebunden werden. Mit der Hochleistungshydraulik des Fendt 700 Vario Gen 7 stehen zwei verschiedene Load-Sensing-Pumpen zur Auswahl. 165 Liter pro Minute oder 220 Liter pro Minute Fördermenge. Das Hydraulik-Kupplungssystem ist dabei modular aufgebaut. Dadurch kann individuell zwischen UDK, DUDK oder flachdichtenden FFC-Kupplungen gewechselt werden. Je nach Ausstattungsvariante stehen so bis zu 5 Ventile im Heck und bis zu 2 Ventile in der Front zur Verfügung. Die maximal entnehmbare Ölmenge beträgt 80 Liter. All diese Features stehen für Leistung in neuem Ausmaß und machen den Fendt 700 Vario Gen 7 zum Vorreiter in der 200 bis 300 PS-Klasse.